Oh Mann, ich bin so alt. Nee, Moment, darum geht's ja jetzt gar nicht. Also eigentlich geht's ja um kommentiert, Likes etc. Das hier ist eine Videoantwort dazu. Offensichtlich. Und da wollte ich jetzt auch mal so meinen Senf dazu geben. Denn im Senf dazu geben bin ich gut und solche Videos werden sehr gerne gesehen. Was da auch wieder so einer der Punkte wäre. Aber dazu komme ich später. Zuerst einmal wollte ich, also als Let's Player fangen wir so an, was Videos angeht, mit Kommentaren und so weiter und so fort, hat man es nicht unbedingt leicht. Alleine aus dem Punkt heraus, wenn man sich etwas aus einer Playlist heraus anschaut, ist es natürlich oftmals so, dass irgendwann das Video einfach weiterspringt. Wenn ich mir das Video jetzt einfach nur so anschaue, habe ich natürlich die Möglichkeit, im Nachhinein hinzugehen und zu sagen, ja, jetzt schreibe ich einen Kommentar dazu. Man hat natürlich nicht immer was zu sagen, das ist vollkommen klar. Aber auf konkrete Fragen kommen meist von den meisten natürlich auch konkrete Antworten. Das heißt also, theoretisch müsste man in jedem Video eine Frage stellen, damit man auch ja einen Kommentar bekommt. Nein, aber was mir auch aufgefallen ist, es verhält sich mit den Likes ganz genauso. Man sehe sich die ultimative Abstimmung oder so ähnlich zu Ultima 1, also meine Ultima 1 Abstimmung, ob ich gefragt habe, ob ich Power geben soll oder nicht an. In dem Video habe ich zum Beispiel gesagt, hey, da unten ist so die Schaltfläche Daumen hoch, die finden wir toll für den Avatar. Und den daneben, den ignorieren wir mal und so. Und ja, also wenn ich sonst, habe ich 2 bis 3 Däumleis hoch, 3 Likes. 2 vielleicht auch nur. Wenn ich richtig viel habe, 4. Und dieses Video hat beispielsweise 5. Gut, das ist kein repräsentativer Schnitt. Aber ich denke, alleine daran kann man schon im Groben ablesen, wie es allgemein ausschaut, leider. Das leider habe ich jetzt natürlich ganz bewusst gesagt. Ich muss zwar nicht unbedingt haben, dass mir viele Leute da irgendwie Likes reinprügeln bis zum Ist nicht mehr. Das ist gar nicht nötig, das ist. Wäre zwar schön, aber ich kann auch ohne. Ich mache das Ganze sowieso, ob es jetzt jemand schaut oder nicht, mir Schnuppe. Ich mache das aus Spaß und der Freude und nicht, um berühmt zu werden und Geld zu verdienen, obwohl ich damit gerne Geld verdienen würde. Aber das ist eine andere Sache. Das wird jeder gerne mit seinem Hobby Geld verdienen nebenher. Es ist nur oftmals recht schade, dass, ja, es da einige Leute scheinbar gibt, sobald man sagt, hey, Däumlein hoch, bumm, wird's gemacht. Ich meine, die großen YouTuber sagen nicht umsonst, hey, Daumen hoch, abonnieren, favorisieren, teilen und. Das kommt schon nicht von ungefähr. Das bringt tatsächlich einiges, auch wenn man das am liebsten nicht wahrhaben würde. Aber ich denke, das geht jetzt mal mehr an den Kommentator. Das ist so eine Sache, ja, es ist nun mal halt so auf YouTube und da muss man sich mit abfinden. Also entweder man geht all out und sagt, hey, like, favorisieren, abonnieren und wird ganz schnell ein ganz großer YouTuber oder man lässt es halt leider einfach bleiben. Es gibt da keine Patentlösung für. Entweder verhurt man sich da oder halt auch nicht. Damit möchte ich jetzt niemandem zu nahe treten oder jemanden beleidigen oder dergleichen. Es ist nur halt einfach eine Tatsache und ich denke, da müssen wir uns alle irgendwie mit abfinden. Ich meine, ich bin jetzt, ohne um Kommentare betteln zu wollen oder dergleichen, auch gerne bereit, andere Darstellungen zu hören. Und deshalb, also da kann man, darf man gerne Kommentare unterschreiben und dergleichen. Was ich schade finde, ist, dass ich dieses Mal Likes und Dislikes nicht, also das kann man leider nicht bei Videos deaktivieren, sonst würde ich das jetzt tun, rein aus Prinzip. Weil allein dadurch, dass ich es erwähnt habe, werden dort viele Däumleins wahrscheinlich hoch oder runterkommen. Oder halt besonders wenige, weil jetzt, nee, der Aufforderung komme ich jetzt nicht nach dieser ganz subtilen Unterbewussten auf Mimi. Ja, ich hoffe, das nimmt mir jetzt keiner so übel, aber das ist so meine Sichtweise dieser Dinge. Ja, so schaut's leider aus. Naja, bis denn.